Ha, Lilo, Ubuntu ist tot. Ist Leo Ubuntu? Nein, nicht ganz tot. Es ist nur Saucy Salamander am Ende seiner Lebenszeit angekommen. Ja, er hängt hier böse am Gummihakel und feierabend. Na, gut, geht mal auf wiki.ubuntu.com/releases. Dort seht ihr immer die Lebenszeit der einzelnen Ubuntu-Versionen. Ubuntu 13.10, das ist das, was ich jetzt hier so drauf habe, endet am 17. Juli 2014, ist rausgekommen am 17. Oktober 2013. Das irritiert vielleicht den einen oder anderen, ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Gut, die Release-Cycles der, ich sag jetzt immer mal, Zwischenversionen sind verkürzt worden. Die Langzeitversionen haben immer noch 5 Jahre Unterstützung, aber die Versionen, die dazwischen kommen, die sind kürzer am Ende. Hier mal die Langzeitversion. Erkennt man immer an dem Namen LTS. Bei Ubuntu 10.04.4 LTS haben wir eine Ubuntu-Version. Die ist rausgekommen 2010. Erkennt man an der ersten Zahl. 04 heißt im April, ne? Im April kommt immer die Langzeitversion raus, aber nicht jedes Jahr, sondern alle 2 Jahre. Erkennt man hier, ne? 2010 ist eine rausgekommen, 2012, 2014, also dieses Jahr zum Zeitpunkt des Videos. Alle 2 Jahre im April kommen die Langzeitversion raus, die mit Langzeitunterstützung. So, dann gibt es Versionen, die kommen dazwischen, ne? Dann gibt es zum Beispiel eine, die kommt 2013 raus. Streng genommen kommen zwei raus. 2013, das waren Ubuntu 2013.04, das ist keine Langzeitversion, kommt auch im April raus, letztes Jahr im April, und hat dann eine kürzere Release-Schedule, also End of Life. Ich glaube, das waren so um die 9 Monate jetzt mittlerweile, ist verkürzt worden, weil, ne? Weil Ubuntu sich jetzt mehr auf die Smartphone-Sektoren konzentriert, das bindet Kapazitäten. Genauso End of Life. Ubuntu 12.10, ja, also 2012, das wäre ja so ein glattes Jahr, wo die Langzeitversionen rauskommen, aber nicht im April. Also das Ding ist auch schon längst vorbei, ne? Dafür lebt aber noch die eine Version aus 2010, streng genommen aber nur die Server-Version. Die Server-Version lebt noch, ja, lebt denn die alte Server-Version? Ja, die lebt noch. Bis April 2015 lebt zum Beispiel von Ubuntu. Das 2010 herausgekommen ist, eine Langzeitversion. Ja, aber nur die Serverversion. Nur die Serverversion. Ubuntu Server sieht man an dieser Tabelle. Die Desktop-Version hatte 3 Jahre von Ubuntu 10.04. Und das war natürlich schon 2013 ein Feierabend. Gut. Wer jetzt denkt, er könnte jetzt noch ein Ubuntu, ja, 10.04 aus 2010 April installieren, die Serverversion und dann Update auf Desktop-Version machen, das ginge zwar. Nur wären alle Dateien, die dann mit dem Desktop zusammenhängen, ich sage jetzt zum Beispiel mal Firefox Webbrowser oder die Desktop-Dateien an sich, damals gab es noch kein Unity, das Desktop-Panel und so weiter, das würde dann nicht mehr gepflegt. Also alle die zum Server gehörigen Dateien, die auf der Server-CD mit drauf sind, die werden natürlich auch weiter gepflegt. Gut, was ist mit diesen Langzeitversionen? Normalerweise laufen die stabiler nach einiger Zeit. Die gehen ja 5 Jahre lang. Ne? Ubuntu 14.04 zum Beispiel ist dieses Jahr im April rausgekommen. Jetzt könnte man sagen, dann lade ich es mir im April runter und habe eine stabile Version. Eigentlich nicht. Nee. Nee, es dauert immer eine ganze Zeit, bis diese Langzeitversionen stabil werden. Ne? Sind ja mal gewesen eine dieser Zwischenversionen und dann verbessert worden. Aber es dauert immer ein bisschen, bis die wirklich stabil werden. Ne? Also ich sage dann immer mal, warte mal so 3 Monate oder 4. Das wäre dann ungefähr jetzt. Ja. Ubuntu 14.04 rausgekommen im April dieses Jahres 2014, Langzeitversion. Jetzt haben wir schon Juli. Wäre dann wieder Zeit, dass eine Zwischenversion rauskommt, erkennbar an dem Punkt hinten dran. Da gibt es immer Zusatzversionen, verbesserte Versionen.
Und sobald die rauskommt, dann runterladen, dann wird es auch mit der Zeit stabiler. Heißt noch nicht, dass es dann hundertprozentig stabil ist. Man hat ja dann 5 Jahre Zeit und dann wird alles gut. Wie gesagt, Saucy Salamander hat gestern sein Lebensende erreicht. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wenn ihr wissen wollt, welche Version ihr habt, lsb-release-a zeigt euch an, welche Version ihr habt und gegebenenfalls mit Update Manager-d die Distro aktualisieren. Ich tendiere aber dazu, lieber die komplette neue CD herunterladen, sichert euer Home-Verzeichnis vorher. Persönlicher Ordner, ne, ist nichts anderes als im Dateisystem der Ordner Home, gegebenenfalls sind da noch andere User mit drin, den sichern auf einen externen Datenträger und komplett neu installieren. Ist der sicherere Weg und führt zu einer sauberen Installation. Genau das mache ich jetzt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Tschüss, Saucy. Du alte Gummikröte.